keine Lust zu farmen? Dann hol dir jetzt Gold, Items, Accounts oder Leveling für dein Lieblings-MMO. No Work, Just Fun with Randy Run. Hallo liebe WoW-Freunde, hier ist der Kabasch und ich begrüße euch ganz herzlich zu einem neuen kleinen Video und heute wollen wir ein wenig über Patch 7.3 sprechen. Ion Hasikostas hat nämlich im Zuge der BlizzCon 2016 bekannt gegeben, wohin unsere Reise uns dort führen wird. Nach der Präsentation zu Patch 7.1.5 und 7.2 gab es dann auch noch einen Mini-Ausblick auf Patch 7.3 und zwei Concept Arts, die er uns vorgestellt hat, nämlich wird unsere Reise uns nach Argus führen. Argus ist, oder vielmehr war, der Heimatplanet der Eredar, den heutigen Draenei, die im Laufe der Jahrtausende, muss man sagen, von dort geflohen sind und sich immer wieder vor der brennenden Legion versteckt haben, bis sie dann endlich bei uns ankamen und in uns Verbündete gefunden haben, die würdig sind oder zumindest auch technisch die Möglichkeiten haben, die brennende Legion zumindest aufzuhalten oder zumindest ein bisschen in Schach zu halten. Aber es war tatsächlich so, dass die Eredar selber mehr oder weniger auch für ihren Untergang selber verantwortlich waren. Wir alle kennen ja Velen, den Anführer der Draenei, dieser ist ja schon ein paar Jährchen älter, genauso wie Kil'jaeden und Archimonde. Und alle drei zusammen waren damals die Anführer oder zumindest die geistigen und körperlichen Oberhäupter der Eredar und haben dort mehr oder weniger bestimmt, was denn so Sache ist. Und als Sargeras auf diese aufmerksam wurde, bot er ihnen unvorstellbare Macht an. Kil'jaeden und Archimonde haben eingewilligt und nur Velen ist mit einer Handvoll Eredar, die heute die Draenei sind, geflohen. Schauen wir uns nun einfach mal die beiden Bilder an, die Blizzard veröffentlicht hat und wir sehen hier sehr gut, dass Argus deutlich anders aussieht, als man es sich vorstellt. Der Planet ist nicht vollständig zerstört wie die Scherbenwelt, aber es klafft ein gewaltiger Krater, ein gewaltiges Stück ist hinausgebrochen und man sieht, dass die Teufelsmagie wirklich den kompletten Planeten beherrscht. Allerdings sieht man auch sehr schön, dass rechts und links von diesem Spalt in der Mitte immer noch Gebiete scheinbar nicht wirklich korrumpiert sind, noch nicht verdorben sind. Dort könnte es also durchaus noch möglich sein, dass eine völlig andere Vegetation vorherrscht, wie wir sie beispielsweise an der verheerten Küste sehen, wo die brennende Legion ja unter Beweis gestellt hat, wie sie in der Lage sind, die Landschaft zu formen. Diesen Fakt wollen wir jetzt an dieser Stelle mal nicht vergessen, sondern behalten, denn wir werden gleich noch ein bisschen darüber spekulieren, in welchem Rahmen wir denn Argus überhaupt besuchen werden. Aber vorher schauen wir uns noch das zweite Bild an. Dieses Bild sieht schon fast wieder ein wenig friedlich aus. Wir sehen hier, den Horizont, wir sehen einen blauen Planeten, der auf jeden Fall ein wenig an die Erde erinnert. Allerdings sehen wir im Vordergrund eben auch eine Art fliegenden Felsen wieder, auf dem ein Dämonenjäger steht. Und das können wir in Verbindung bringen eben mit dem ersten Bild, wo ja viele Bruchstücke des Planeten hinausgebrochen sind und wahrscheinlich im Zuge der Gravitation um den Planeten weiter herumfliegen. Hier wird die Konzentration der Dämonen wahrscheinlich relativ hoch sein, genauso wie im Kern des Planeten, denn wenn man das erste Bild nochmal anschaut, dort sieht man sehr gut, dass dieses herausgebrochene Stück oder diese klaffende Wunde in dem Planeten wirklich sehr tief hineinreicht und dort wirklich alles nur noch vor Teufelsmagie strömt und die Verderbnis sich einfach in ihrer, man muss fast sagen, Perfektion einfach zeigt. Kommen wir nun aber mal wieder zurück zu World of Warcraft. Wir wissen, dass 7.3 voraussichtlich der letzte große Patch für Legion sein wird. Wann wird dieser erscheinen? Das steht in den Sternen, vermutlich irgendwann so gegen Ende 2017, denn vorher erscheinen noch viele, viele andere Dinge, zum Beispiel die ganzen kleinen Patches. Es wird noch mittlere Patches geben. Vorher kommt noch die Nachtfestung Anfang 2017, dann kommt noch 7.2 mit dem Grabmal des Sargeras, dann werden noch weitere kleinere Patches folgen und irgendwann dann kommt Patch 7.3. Wir reisen dann also nach Argus, genug Möglichkeiten sollte es da ja geben und wenn wir am Ende die Exodar wieder startklar machen und mit dem Moped dahin fliegen, allerdings glaube ich, dass wir eher eine andere Variante nehmen werden, aber das spielt eigentlich gar nicht so eine große Rolle, denn was werden wir von Argus eigentlich sehen? 7.3 wird auf jeden Fall ein Raid-Content-Patch, das bedeutet, es wird der letzte Raid in Legion sein, zumindest voraussichtlich, denn das käme von der Anzahl der Raid-Tiers sehr gut hin,
Blizzard hatte vor Legion versprochen, es wird 5 Array-Tiers geben und genau so sieht es demnach momentan aus. Der smartgrüne Albtraum und die Prüfung der Tapferkeit zählen dann noch nicht mal wirklich mit rein, dort gibt es noch kein Tierset. Die Nachtfestung ist Tier 1, dann haben wir das Grabmal des Sagerers Tier 2 und auf Argus der Schlachtzug wäre dann eben Tier 3. Die Frage, die sich nun stellt, was werden wir von Argus eigentlich sehen? Wir wissen es zum Beispiel vom smaragdgrünen Albtraum bzw. vom smaragdgrünen Traum, dass gerne größere Welten wie diese Traumwelt eben auch einfach nur für einen Raid genutzt werden. Reisen wir also nach Argus und sehen dort nur einen Schlachtzug, einen instanzierten Schlachtzug, in dem wir uns in Anführungszeichen nicht wirklich frei bewegen und die Welt erkunden können? Das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Dafür gab es und gibt es in dem Spiel zu viele Hinweise, die immer wieder auf Argus hindeuten bzw. uns immer wieder klar gemacht wird, dass wir uns der brennenden Legion wirklich stellen müssen. Wir dürfen sie einfach nicht nur in Schach halten, wir dürfen sie nicht nur von unserem Planeten vertreiben, sondern wir müssen sie wirklich nach und nach zurückdrängen und im Prinzip nicht nur unsere Welt, sondern auch andere Welten vor ihr retten. Denn die brennende Legion kommt ansonsten wirklich immer wieder und dementsprechend müssen wir ihr den Garaus machen. Und mit der Hilfe von mächtigen Persönlichkeiten wie zum Beispiel Khadgar und Illidan, aber eben auch durch unsere vielen, ja, sehr magischen Artefakte, haben wir da eine Waffe auf jeden Fall gegen. Persönlich habe ich eine Theorie, wie das Ganze vielleicht mit Patch 7.3 ablaufen könnte. Wenn wir uns nochmal das Bild in Erinnerung rufen, wo der Planet dieses große Stück Planet verloren hat, also eben ein großer Teil abgesprengt wurde oder herausgerissen wurde durch anscheinend Teufelsmagie, dann könnte es durchaus sein, dass wir im Zuge des Updates dort eben einen kleinen Teil, vielleicht ein Teilgebiet erkunden können, dort eben auch Aufgaben erledigen und dort dann auch den Schlachtzug besuchen können. Meine aktuelle Theorie jetzt dazu ist, dass eben neben diesem kleinen Gebiet, in dem wir uns dann eben bewegen können, die Welt ein bisschen sehen und eben den Schlachtzug dann auch besuchen können, in der darauffolgenden Erweiterung, also nach Legion, die Erweiterung nach Legion, Argus komplett als Welt betreten können. Dass die Geschichte mit 7.3 auf Argus gerade erst anfängt im Prinzip und wir dort nicht die brennende Legion komplett vernichten, sondern dass wir eben mit der Erweiterung nach Legion auf Argus selber einerseits die brennende Legion vernichten wollen, vielleicht auch andere Gefahren treffen, den Planeten erkunden möchten und vielleicht auch die Zivilisation wieder aufbauen werden. Es gibt halt einfach derzeit noch keine Information direkt von Blizzard. Alles, was man machen kann, ist spekulieren und alles, was wir wirklich mit Sicherheit wissen, ist, dass wir mit Patch 7.3, voraussichtlich trägt er den Namen Patch 7.3, nach Argus gehen werden. Mehr wissen wir nicht. Vielleicht können wir auch gleich von Anfang an den ganzen Planeten erkunden, vielleicht auch gar nicht. Vielleicht wird es eine herbe Enttäuschung. Allerdings glaube ich, dass selbst die Entwickler den Planeten wirklich gestalten möchten und möchten, dass wir uns dort bewegen und sie vor allem durch einen neuen Planeten auch wieder ähnlich wie bei der Scherbenwelt damals freie Hand haben, mehr oder weniger bei den kreativen Ausmaßen und bei der Darstellung der Gebiete. Abschließend kann man vielleicht nochmal Ion Hasikostas ein wenig zitieren. Dieser sagte nämlich, dass die Reise von World of Warcraft und von uns Spielern noch lange nicht vorbei ist. Und damit meinte er nicht nur Argus, sondern auch noch weit darüber hinaus. World of Warcraft wird uns also voraussichtlich und insbesondere wenn sie so weitermachen mit dem guten Content, noch lange erhalten bleiben. Und das freut mich persönlich auf jeden Fall sehr. Ich bedanke mich an dieser Stelle sehr fürs Zusehen. Lasst mir doch einen Daumen nach oben da und schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare, was ihr denkt, was uns mit 7.3 auf Argus erwarten wird. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis dahin, bis zum nächsten Mal. Euer Kabasch.